So, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu unserer nächsten Session. Ich würde gleich übergeben an unsere Panelistinnen, Speakerinnen, Rednerinnen. Genau, ich entstumme euch mal alle und dann könnt ihr jetzt loslegen. Wir freuen uns auf euch. Ja, hallo auch von uns. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der heute da ist und mit uns Bock hat, über Finanzierung der Transformation zu diskutieren. Ihr seht auf den Folien bereits vier Namen. Ich bin Manon. Dann haben wir hier noch Philipp einmal, Patrick und Wiebke ist auch da. Vielleicht kann sie aber winken. Großartig. Genau. Hi, ich bin aus Bielefeld zugeschaltet, weil wir parallel auch noch unser Bezirksparteitag hier haben. Ja, super. Hallo Wiebke. Und ja, ich würde einfach mal mit ein paar allgemeinen Informationen anfangen, die es für alle gibt. Ihr wart wahrscheinlich schon auch in anderen Panels heute. Trotzdem nochmal der Hinweis, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, bitte nutzt, wenn ihr über unsere, wenn ihr darüber diskutiert, den Hashtag Debattenkonvent. Und ich wollte euch nochmal darauf hinweisen, dass wir hier ein relativ hartes Zeitregime haben, weil wir nur eine Stunde Zeit haben. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch auch daran beteiligt nachher. Dafür könnt ihr entweder also könnt ihr entweder dieses Webex nutzen oder auch Slido, das wir zusätzlich verwenden. Deswegen, genau, machen wir das so. Gibt es noch weitere Hinweise Wir zum... können loslegen. Sehr gut. Ich würde euch ganz kurz was zum Ablauf noch mal sagen. Wir beginnen jetzt und werden erstmal 20 Minuten ein bisschen Input bekommen. Zum einen von Patrick zur, sagen wir, ökonomischen Herleitung der ganzen Sache, über das wir heute sprechen, Schuldenbremse. Und dann auch noch von Philipp was Allgemeines von den Jusos zur Schuldenbremse. Und Wiebke würde uns was zur Vermögensabgabe noch mal erzählen. Genau. Damit würden wir die ersten 20 Minuten füllen und dann würden wir in eine Diskussion starten. Ich glaube, wir können jetzt einmal den Slide weitermachen. Das kann ich nicht selber machen. Sehr gut. Und zwar, das ist einfach nur ganz kurz mal zum Einstieg, weil ihr euch bestimmt fragt, ja, wir wollen ja bei diesem Debattencamp vor allem über aktuelle Themen diskutieren. Und ihr fragt euch ja, wie aktuell ist das jetzt eigentlich mit Finanzierung der Transformation und was steckt eigentlich dahinter? Deswegen haben wir euch ein paar Headlines einfach aus den letzten Wochen mitgebracht. Und da seht ihr zum einen, schwache Investitionen verringern Wachstumspotenzial der Wirtschaft, teure Energie treibt Deindustrialisierung an, aber auch die Forderung der Vermögensabgabe. Und ja, was hat das aber alles eigentlich mit dem Thema Schuldenbremse, Investition ja, auf sich und was steckt eigentlich dahinter? Und wie können wir diesen ganzen Dingen, die jetzt dort genannt werden, eigentlich politisch begegnen? Darüber möchten wir heute diskutieren und wir würden starten mit Patrick. So, dann haben wir mal kurz die Plätze gewechselt und wenn wir dann mal in die nächste Slide direkt gehen können, wird das Ganze noch mal so ein bisschen empirisch untermauert. Nächste Slide, kommt sie nicht? Genau, da sehen wir im Grunde, also alle reden von einem riesigen Investitionsbedarf. Und wenn wir mal anschauen, wo wir da rumdümpeln, da sind wir in Europa ja, sehr, sehr schwach unterwegs. Deutschland ist gerade mal so auf dem Durchschnitt der EWU. Frankreich ist ein bisschen darüber. Vor allem die ersten Jahre, die ersten Nullerjahre waren sehr, sehr schwach. Und wenn man sich dann dazu jetzt einige asiatische Staaten anschaut, China ganz klar weit oben, Korea als ein deutlich entwickelteres Land auch sehr weit oben. Und ja, die Länder, die es oder auch die Demokratien, die es am schwersten erwischt hat, sehen wir ganz, ganz unten. Also die UK, Großbritannien dümpelt da irgendwo bei etwas über 10% rum. Italien ist auch eine einzige Katastrophe seit 2008. Von daher braucht man sich nicht wirklich ja, über die politischen oder gesellschaftspolitischen Konsequenzen dann dort auch zu wundern. Wenn wir in die nächste Slide gehen, die sind ein bisschen kleiner jetzt. Genau, vielen Dank. Was wichtig ist, also ich sag mal so, die wichtigsten Botschaften, die man aus dieser Session hier, glaube ich, mitnehmen soll, ist, am Anfang wurde viel darüber geredet, dass Andrea Nahles ja beim letzten Debattenkonvent gesagt hätte, wir müssen Hartz IV hinter uns lassen und das hat dann einen Prozess in Gang gesetzt.
was am besten für unsere Zukunft, für die Zukunft des Landes und auch der Welt wäre, wäre, wenn wir von diesem Debattenkonvent mitnehmen können, wir müssen die Schuldenbremse hinter uns lassen. Das ist erstmal so die erste Botschaft, um die es hier gehen wird. Zweiter Punkt ist, der auch sehr, sehr wichtig ist zu begreifen, wenn wir mit einer Mikrobrille drangehen, Märkte zu analysieren, Entwicklungen zu analysieren, schauen wir am Thema, schauen wir komplett vorbei. Ja, das ist so, als würde man mit einem Mikroskop versuchen, die Bewegungen der Planeten irgendwie zu untersuchen. Es geht einfach nicht. Das große Ganze lässt sich nicht aus diesen Mikroentwicklungen herleiten. Denn das Entscheidende, was der Wirtschaft ihre Dynamik gibt, sind die Interaktionen zwischen den Agenten. Also wir sind alle über Geldflüsse, über unsere Bilanzportfolien miteinander verbunden. Ja, das, was ich ausgebe, das sind dann eure Einnahmen. Das, was ihr ausgibt, das sind meine Einnahmen. Und so summiert sich das immer weltweit zu null, zu jedem Zeitpunkt so. Und das heißt, wenn es dann einen Sektor gibt, der höhere Einnahmen als Ausgaben hat, muss es andere Sektoren geben, die höhere Ausgaben als Einnahmen haben. Anders geht die Logik nicht auf. Und das ist ja auch keine Theorie, ja, die man hier diskutiert. Das ist Buchhaltung, das ist Logik und da kommt man einfach nicht drum herum. Das heißt, wenn man sich über die Schuldenbremse, wenn man über die Schuldenbremse nachdenkt oder fragt, ob sie sinnvoll ist oder nicht, kann man das einfach nicht machen, weil es ist immer abhängig von den wirtschaftlichen Umständen der anderen Sektoren. Und wenn wir da nochmal einen Slide weitergehen, hier haben wir halt schon mal dieses Sparproblem angegangen. Also Haushalte sind ja tendenziell immer Netto-Sparer. Die sparen Geld, damit sie sich eben gegen zukünftige Unsicherheiten, Unwägbarkeiten auch fürs Alter absichern können. Das heißt, dort haben wir eine Nachfragelücke, die sich ergibt. Weil wenn die Unternehmen mehr Geld an die Haushalte ausgeben, als in denen zurückfließt, ist das ein Problem, weil dann haben die Unternehmen eben einen Anreiz, ihre Produktion entsprechend an das neue Niveau der Nachfrage anzupassen. Und das wäre dann nach unten. Ja? Also Produktion und Beschäftigung würden dann nach unten angepasst werden. Und wenn man das dann immer weiter so spielen würde, kommt man dann irgendwann an einen Punkt, wo dann überhaupt nichts mehr produziert wird, weil überhaupt keine Nachfrage mehr da ist. Das heißt, wir haben durch das Verhalten der Haushalte immer dieses Sparproblem, das überwunden werden muss. Und die Krux ist nun, dass genügend Nachfrage geschaffen wird, damit diese negative Spirale nicht in Bewegung kommt, sondern ganz im Gegenteil, eine positive Beschäftigung und Investitionsdynamik entsteht, wie wir sie vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Und das Allerschlimmste ist dann eben, wenn alle Sektoren versuchen zu sparen. Das ist das, was wir bis zur Corona-Krise hatten. Teilweise ist man natürlich kurz in der Finanzkrise zwischengegangen von staatlicher Seite. Aber ansonsten war immer das Dogma, wir brauchen fiskalische Stabilität und schwarze Null oder die Schuldenbremse. Das galt so als heilige Kühe. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie sich die Wirtschaften entwickelt haben, in der nächsten Slide. Ja, genau. Also das ist dann nochmal diese Punkte für euch zum Mitnehmen. Dass es eben immer, wenn jemand spart, dass es immer, immer, immer jemanden geben muss, der sich netto verschuldet. Also normalerweise, was auch interessant ist, in jeder ökonomischen Theorie, es ist egal, ob wir hier von der klassischen Theorie sprechen oder von den Keynesianern oder von Marx, immer wird angenommen, dass die Unternehmen die Nettoinvestoren sind. Also das ist jetzt vom Modell her nicht ganz richtig, aber beispielsweise in der Neoklassik wird dann angenommen, dass die Unternehmen die Ersparnisse der Haushalte nehmen und dann in die Wirtschaft investieren. Bei Keynes haben wir genau das Gleiche. Es geht dann so ein bisschen so in diese Geschichte von wegen, ja, in guten Zeiten kann der Staat sich zurückhalten, in schlechten Zeiten muss er dann dazwischen gehen. Ja, da wird ja auch implizit angenommen, dass in den guten Zeiten es dann eben die Unternehmen sind, die dann die Netto-Schuldner sind. Und die Empirie zeigt uns, dass in allen westlichen in fast allen westlichen Gesellschaften die Unternehmen als Netto-Investoren ausfallen. Und im nächsten Slide, wenn wir da mal kurz reingehen, hier sehen wir die Finanzierungssalden zu Zeiten des deutschen Wirtschaftswunders. Ja, das war ja so die Phase, in der es über einen längeren Zeitraum eine sehr positive Investitionsdynamik gab, wo die Wirtschaft gut gewachsen ist, die Masseneinkommen sind gewachsen. Und hier auch nochmal ist verbildlicht das, was ich vorher vielleicht in so einer bisschen abstrakten Form
versucht habe darzustellen, dass sich die verschiedenen Sektoren immer zu Null ausgleichen. Also das, was wir oben über der Null sehen, das sind die Sektoren, die mehr einnehmen als ausgeben, also die Sektoren, die sparen. Und unten sehen wir dann eben die Sektoren, die sich netto verschulden. Und das Wichtige dabei ist, wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Unternehmenssektor anschauen, die graue Linie unten, da sehen wir, dass die über diesen Zeitraum hinweg diejenigen waren, die für die Investitionsdynamik gesorgt haben, die in eine wachsende Wirtschaft rein investiert haben. Und das heißt natürlich nicht, wenn wir uns hier die sektoralen Salden anschauen, dass jedes Unternehmen mehr Geld ausgibt, als es einnimmt. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck. Das würde jeder BWLer, jede BWLerin schon sagen, dass das auf Dauer nicht geht, weil dann irgendwann ist das Eigenkapital weg. Es geht, dass der Sektor als Ganzes dynamisch investiert. Und auch vom Ausland her sehen wir, dass es recht ausgeglichen ist. Man hatte vor allem in den 50er Jahren leichte Überschüsse im Außenhandel, aber das hat sich dann auch mit der Zeit dann ausgeglichen. Und dazu im starken Kontrast ist, wenn wir uns dann mal die nächsten Salden anschauen, wie das seit der Einführung des Euro lief, da sehen wir, dass im Grunde mit der Einführung des Euro, da hatten wir noch Leistungsbilanzdefizite in den ersten 2 Jahren und dann, boom, wurde das Ausland zum Schuldner gemacht und alle anderen 3 Sektoren haben dann gespart. Also die Unternehmen haben auch von ihrer Rolle des Nettoinvestors Abschied genommen und sich auf die Sparseite begeben, hat auch natürlich strukturelle Einflüsse, dass ja vor allem die Arbeitgeber da so viel strukturelle Macht in einem sehr, sehr schwachen wirtschaftlichen Umfeld haben, wo es halt einfach überhaupt keine wirklichen Anreize gab zu investieren. Also weder von der Lohnseite gab es da wirkliche Impulse, ja, weil ansonsten sind ja Löhne auf der einen Seite dazu da, um die Nachfrage so ein bisschen anzukurbeln, was dann positive Zukunftserwartungen weckt, sodass die Unternehmen investieren. Auf der anderen Seite sind Löhne natürlich auch eine Produktivitätspeitsche, weil wenn ich jetzt als Unternehmen weiß, meine Löhne werden in Zukunft um den und den Betrag steigen, dann bleibt die einzige Möglichkeit, wie ich meine Wettbewerbsfähigkeit erhöhen soll, über höhere Investitionen in eine höhere Produktivität. Und das ist eigentlich so der Wettbewerb, den wir bräuchten. In Deutschland haben sich die Unternehmen verabschiedet. Die Haushalte waren immer auf der Netto-Sparer-Seite. Das ist auch nicht weiter problematisch. Und wir sehen dann auch eben, dass der Staat, also vor allem seit der Euro-Krise, seit die Zeit der schwarzen Null da wirklich hochgehalten wurde wie eine Monstranz, auch auf die Sparerseite gegangen ist. Ja. Also das ganze Schuldenmachen wurde aufs Ausland abgewälzt und das kreiert natürlich unglaubliche, auf der einen Seite Abhängigkeiten, auf der anderen Seite auch Instabilitäten, weil die Leute oder dazu müssen dann eben Kredite aufgenommen werden und die werden natürlich nicht in Cash gehalten, sondern gehen dann in einen, man kann es schon sagen, so einem Recyclingprozess durch die Finanzmärkte und dann hat man das, dass man beispielsweise in den USA völlig verrückte Finanzprodukte entwickelt, in die dann investiert wird bis die Blase dann eben kracht und das dann die ganze Wirtschaft mit in den Abgrund reißt. Also das ist eben das, was man mit bedenken muss, dass wenn man sagt, soll der Staat sich verschulden oder nicht, dass man immer alle Seiten im Blick hat, das Ausland sollte, also insgesamt sollte es über längere Zeiträume hinweg eine ausgeglichene Leistungsbilanz geben für jedes Land. Und dann stellt sich eben die Frage, sind es die Unternehmen oder die Staaten, die investieren? Bei den Unsicherheiten, die wir haben, ist es natürlich irreal anzunehmen, dass es eben die Unternehmen wären, die da jetzt die Impulse setzen würden für all die Investitionen, die wir brauchen. Und wenn wir mal aus Deutschland hinausschauen, auf der nächsten Slide, da sehen wir, dass wir ein ähnliches Bild in anderen Ländern haben, in Japan, wobei das ist generell tendenziell schon für ganz Asien, also Japaner haben da auch das Ausland zum Schuldner gemacht, das ist in Japan sehr geläufig, weil die sich mit der Finanzkrise 97 und dann den Strukturprogrammen des Internationalen Währungsfonds gesagt haben, nie wieder wollen wir, dass der IWF bei uns hier antanzen wird und bei uns in unserer Region Griechenland-Programme macht. Und dadurch hat man dann eben dort die Wirtschaften stark auf Exporte getrimmt. Europa wird sich, da wird weiterhin Druck gemacht, dass es halt ein großes Deutschland wird, wo immer mehr und mehr exportiert wird. Und die Importeure dann sind natürlich die USA, die das Ganze dann praktisch aufsaugen. Zum Preis, wie gesagt, von hohen politischen und finanziellen Instabilitäten. So, das heißt, wenn wir über die Schuldenbremse reden, müssen wir immer mitbedenken, was der Unternehmenssektor macht. Der hat sich aus der Rolle des Nettoinvestors verabschiedet und es gibt bisher überhaupt keine Anzeichen,
dass sich das in irgendeiner Form ändern könnte. Und wenn wir jetzt nicht sagen wollen, dass wir auf Dauer weiterhin diese merkantilistische Politik fahren, dass das Ausland immer der Sektor ist, der die Schulden macht, dann müssen wir uns von der Schuldenbremse verabschieden. Und das ist auch das einzig Rationale, was man in dem Umfeld tun kann. So. Danke, danke, Patrick. Es ist schon ein bisschen durchgekommen. Ich übernehme jetzt kurz für die Zwischenüberschrift Ihr Weg Schuldenbremse, dass wir dem eher kritisch gegenüberstehen. Aber auf der nächsten Slide können wir uns nochmal ganz kurz schauen, wie ist die Schuldenbremse überhaupt zustande gekommen und was sind ihre Kernbestandteile. Sie wurde letztendlich 2009 als eine der letzten Amtshandlungen der letzten GroKo beschlossen und sie ist formell gesetzlich nur wirksam für den Bund und die Länder. Sie wirkt sich, das werden wir gleich sehen, auch stark auf die Kommunen aus, aber gesetzlich wirkt sie erstmal nur für den Bund und für die Länder. Und die wichtigste Regelung ist eigentlich, dass dem Bund untersagt wird, sich jährlich in normalen Zeiten mit mehr als 0,35% des BIPs zu verschulden. Für die Länder ist die Regel noch härter. Da dürfen sich die Länder jetzt seit dem Auslaufen der Übergangsregelung 2020 überhaupt nicht mehr verschulden. In wirtschaftlichen Notlagen oder in gesamtgesellschaftlichen Notlagen kann man per Gesetz eine Ausnahme von der Schuldenbremse beschließen. Das ist während Corona passiert. In der aktuellen Debatte um die Aussetzung der Schuldenbremse für das nächste Jahr sehen wir aber, wie schwierig das sein kann, diesen Widerstand zu überwinden. Es wäre grundsätzlich möglich, es auch für das nächste Jahr auszusetzen. Wenn man ins Grundgesetz schaut, da sieht man eine Notlage. Genau das ist das, was wir jetzt haben. Aber es muss eben immer über ein Gesetz stattfinden. Deshalb braucht es auch dann immer die konkreten politischen Mehrheiten. Aber nachdem wir uns angeschaut haben, was die Kernbestandteile der Schuldenbremse sind, gucken wir ein bisschen auf den nächsten Slide, wo das damals 2009 herkam. Und ich habe da die Überschrift Ideologie drüber gesetzt, denn wir werden das gleich kritisch überprüfen, ob diese Annahmen, die damals, als wir die Schuldenbremse beschlossen haben, so wirklich mit der Realität übereinstimmen. Einerseits war die Vorstellung, dass durch die Schuldenbremse die Sozialausgaben insgesamt begrenzt wird, bei denen man sich Sorgen gemacht hat, dass sie überhand nehmen. Das ist eine dezidiert nicht sozialdemokratische Sichtweise, aber das war die Idee, die damals vor allem die Konservativen damit verbunden haben, praktisch den Staat ein bisschen zu disziplinieren. Dann war die nächste These, dass hohe Staatsschulden ganz automatisch Wachstum verhindern und damit gesamtgesellschaftlich Wohlstand vernichten und deshalb hohe Staatsschulden vermieden werden müssen. Wir haben bei Patrick schon ein bisschen gehört, dass das nicht so ganz sein kann, weil irgendwo muss investiert werden, aber das war zumindest die Annahme. Und die letzte Annahme war, dass in Zeiten der wirtschaftlichen Stabilität man quasi sparen muss, um dann in Zeiten der Krise Geld ausgeben zu können, wozu man nicht in der Lage wäre, wenn man nicht davor gespart hätte. Auch diese Annahme werden wir gleich überprüfen. Das war damals unter der Headline antizyklische Fiskalpolitik. Aber jetzt gehen wir mal auf die nächste Slide und schauen uns an, was denn tatsächlich passiert ist, indem wir eine Gesamtbetrachtung der Investitionen seit Bestehen der Schuldenbremse uns anschauen. Und da sehen wir das aufgeschlüsselt nach den verschiedenen staatlichen Ebenen, Gemeinde, Länder, Bund, dass wir eine ganz starke, das sehen wir an dieser roten Linie, die zuletzt wieder ein bisschen hochgeht, aber auf keinem Vergleich ist mit dem Niveau, das sie noch hatte in den 90er Jahren, dass die öffentlichen Investitionen insgesamt, und das ist durch die Schuldenbremse extrem zementiert wurden, auf dem Rückgang sind. Und dieser Rückgang der öffentlichen Investition, der trifft vor allen Dingen die Gemeinden. Warum, wenn die Schuldenbremse doch gar nicht für die Gemeinden gilt? Der Grund ist, dass wir in den letzten Jahren gesehen haben, seit dem Bestehen der Schuldenbremse, inzwischen ist da ein verfassungsrechtlicher Rahmen vorgeschrieben worden, aber dass sukzessive immer mehr Aufgaben finanziell übertragen wurden von Ländern und Bund, die mehr unter Sparzwang geraten sind, auf die Gemeinden. Dadurch mussten die Gemeinden einen Großteil ihrer Haushalte darauf verwenden, ihre täglichen Aufgaben nachzukommen und konnten überhaupt nicht mehr investiv tätig werden. Deshalb wirkt sich die Schuldenbremse ganz enorm fort auf die Gemeinden, die letztendlich den größten Preis damit dafür zahlen. Und hier auf der gemeindlichen Ebene finden normalerweise der größte Teil der öffentlichen Investitionen statt. Und hier wirkt sich die Schuldenbremse am schärfsten aus. Deshalb sagen wir auch gern, die Schuldenbremse ist eigentlich keine Schuldenbremse, sondern vielmehr eine Investitionsbremse. Und zwar ist ja eine Investitionsbremse in
doppelter Hinsicht. Denn einerseits behindert sie staatliche Investitionen, auf der anderen Seite wissen wir, dass der größte Treiber von privaten Investitionen staatliche Investitionen gibt. Wenn es staatliche Investitionen gibt, dann investieren auch private. Staatliche Investitionen sind praktisch ein Booster für Investitionen in der Gesellschaft insgesamt und dadurch kommt die Investitionsschwäche ganz erheblich auch im gesamten volkswirtschaftlichen Sektor durch die Schuldenbremse als Ganzes. Dann schauen wir uns auf der nächsten Slide, was mit der zweiten Annahme gemeint war, nämlich dass insgesamt hohe Schuldenstände automatisch das Wachstum verhindern. Und das war Leitlinie des ökonomischen Mainstreams in den frühen 2000ern und 2010ern. Das Problem ist, und manchmal ist es wirklich so einfach, dass diese Annahme auf einer fehlerhaften Studie fundiert hat, nämlich auf der Studie von Rogoff und Reinhardt, Harvard-ProfessorInnen, die damals einen Zusammenhang konstruiert haben zwischen Ländern mit hohen Staatsschuldenquoten, die automatisch geringeres Wachstum hätte. Danach, einige Jahre später, hat man diese Studie untersucht und festgestellt, dass enorme handwerkliche Fehler gemacht wurden. Es wurden massenweise Daten nicht berücksichtigt und Daten falsch eingegeben in das Modell, wodurch man zu einem Ergebnis kam, dass, wenn man die Daten richtig verwendet hat, überhaupt nicht mehr haltbar war. Und nachdem man das gemacht hat, konnte man wissenschaftlich feststellen, dass es keinen Zusammenhang zwischen hohen Staatsschulden und geringem Wachstum gibt. Aber das Märchen war in der Welt und konnte man nicht mehr so leicht einfangen. Aber das ist eine absolute Fehlannahme. Und auf der nächsten Slide können wir sehen, dass zwei Länder, die sich de facto schon ganz stark davon verabschiedet haben, keine Schulden mehr zu machen, nämlich USA und Kanada, die seit Jahren viel höhere Schulden haben, erstens seit der Finanzkrise deutlich höhere Wachstumsraten hatten als Deutschland, trotz dieser höheren Schuldenstände und das ist fast noch interessanter, und das konterkariert auch die dritte Annahme, nämlich der antizyklischen Finanzpolitik, dass eben diese Staaten auch in der Corona-Pandemie und auch jetzt in der Krise, ausgelöst jetzt in den Ukraine-Krieg, genauso, wenn sogar nicht mehr in der Lage waren, durch noch größere Investitionspakete, wiederum schuldenfinanziert, zu reagieren. Das heißt, weder die Annahme, dass hohe Schulden automatisch Wachstum behindern, noch die Annahme, dass nur durch das Sparen in guten Zeiten Handlungsfähigkeit des Staates in schlechten Zeiten sichergestellt werden, sehen wir in der Realität bestätigt. Machen wir weiter mit der letzten Schulden, mit meiner vorletzten Folie. Genau. Es kommen noch viele andere Probleme hin bei der Schuldenbremse. Wir sehen gerade, dass wir Sondervermögen aufgebaut haben, die fast so groß sind wie der eigentliche Haushalt, weil wir eigentlich vor der Realität kollabieren, dass wir die notwendigen Investitionsausgaben nicht treffen können im Rahmen, im Korsett der Schuldenbremse. Wir sehen dadurch, auch wenn ein Mitwirkungsrecht des Bundestages gewährleistet ist, dass uns das natürlich in ein Spannungsverhältnis kriegt mit einem Bundestag, der eigentlich jedes Jahr aufs Neue wieder darüber entscheiden sollte, welche Ausgaben er bringt. Auf der anderen Seite müssen jetzt mit Sondervermögen Vorfestlegungen über Jahrzehnte teilweise getroffen werden. Und wir sehen noch ein weiteres Problem, das auf uns zusteuert, denn teilweise sind vor allen Dingen bei den Corona-Schulden mit der Aufnahme der Schuldentilgungspläne verbunden gewesen. Das heißt nicht, normalerweise finanziert man Schulden damit, dass man neue Schulden aufnimmt. So, im Fall der Corona-Schulden geht das nicht. Da sind Tilgungspläne mit verabschiedet worden. Das heißt, diese Schulden müssen wirklich zurückgezahlt werden und es steht zu befürchten, dass in dem Moment, in dem das zurückgezahlt werden muss, es praktisch den kompletten Spielraum, den die Schuldenbremse eigentlich auf Bundesebene noch lässt, ausgehebelt wird und man damit gar keine Möglichkeit mehr hat, sich irgendwie noch frisch zu finanzieren, weil man durch die Vorfestlegung, die man durch die Aufnahme dieser Sondervermögen trifft, man Entscheidungen genommen hat, die in der Zukunft wirksam werden und dann die Handlungsfähigkeit des Staates blockieren. Und wir wissen einfach nicht, woher die Investitionsbedarfe für die Aufgaben der Transformation gedeckt werden soll im Rahmen der Schuldenbremse, weswegen wir als Jusos immer auch die Haltung vertreten, dass diese Sache eben eine Frage der Chancenungerechtigkeit ist, weil dadurch das wirtschaftliche Wachstum und die wirtschaftliche Zukunft eigentlich vor allen Dingen für die jüngere Generation verhindert würden. Jetzt kommen wir zu der letzten Folie, bevor Wiebke dran ist. Ich habe versucht, es wirklich schnell zu machen. Ich hoffe, es ist einigermaßen gelungen. Genau, und deswegen ist unsere Forderung, kurzfristig müssen wir die Schuldenbremse weiter aussetzen, auch für das nächste Jahr, um handlungsfähig zu sein in der Krise als Staat. Aber langfristig müssen wir diesen absoluten Irrweg der Schuldenbremse aus dem Grundgesetz rausstreichen. Die Grundannahmen, die dahinter standen, die waren so falsch. Die tatsächlichen Auswirkungen der Schuldenbremse sind tendenziell verheerend. Deshalb lass uns das Zeug endlich beerdigen und sowohl aus den Verfassungen des Bundes als auch der Länder streichen. Und damit übergebe ich an Wiebke für den letzten Part. Dankeschön. Danke euch dreien. Genau, ich übernehme jetzt nochmal eine Ergänzung zu dem,
wie wir die Frage beantworten und wie wollen wir das finanzieren. Denn ich stimme absolut zu, wir müssen zusehen, dass wir diese den Investitionsstau, den wir haben, abgebaut kriegen. Und den haben wir unter anderem eben wegen der Schuldenbremse und wegen eben der fehlenden Anreize für Investitionen. Da müssten noch Folien meiner in der Präsentation sein. Ich habe sie, glaube ich, auch eben schon gesehen. Wenn wir die sehen könnten, wäre das total hilfreich, weil wir aber natürlich auch bei staatlichen Ausgaben über die Einnahmeseite des Staates sprechen sollten. Und darum gehört es auch dazu, dass wir über die Steuerpolitik sprechen, auch wenn das ein trockenes Thema ist. Und ich habe das mal ein bisschen grob übersichtlich mit Stichworten gemacht, will es jetzt aber auch kurz halten, dass wir wirklich noch in die Diskussion kommen. Ein Beispiel, das hat die Parlamentarische Linke jetzt auch für kurzfristig, also für noch in dieser Ampel realisierbar, dafür werben wir jetzt als größte Strömung in der SPD-Fraktion und in dieser Ampelkoalition eine Vermögensabgabe vorgeschlagen. Aber wir müssen natürlich uns die ganze Bandbreite angucken und darum ist erstmal grundsätzlich zu sagen, dass wir bei der Frage Vermögensabgabe, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, also das, wo es um bestehenden Reichtum geht, wo Vermögen da ist, Deutschland im OECD-Vergleich stark hinterherhängt, wie gering wir eben die besonders Vermögenden besteuern. Das heißt, es ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, dass wenn wir sagen, wir haben staatliche Ausgaben, Investitionen, die wir brauchen, die sollen finanziert werden, dann müssen eben diejenigen, die besonderes hohe Vermögen haben, aus welchen Gründen auch immer, da stärker für veranlagt werden. Und das ist in Deutschland total unterausgeprägt. Wir haben dann auch noch die Frage von Besteuerung von Einkommen oder Gewinnen. Einkommensteuer, die Frage, wie viel Einkommensteuer zahlen eigentlich geringe Einkommen, mittlere Einkommen und besonders hohe Einkommen. Dann sind wir bei Franken- und Spitzensteuersatz und Reichensteuersatz, wo Menschen, die über 77.000 Euro im Jahr verdienen, dass die nochmal einen Reichensteuersatz rankommt. Wir diskutieren auch eine Übergewinnsteuer und haben dann auch natürlich noch Themen für Steuerbetrug und Steuerraub, Steuerschlupflöcher, die geschlossen werden müssen, weil von denen auch insbesondere die mit besonders hohen Einkommen und auch die, die besonders vermögend sind, profitieren. Wenn wir jetzt nochmal auf die Vermögensabgabe eingehen, genau, da haben wir die passende Folie schon, danke. Dann ist unser ganz konkreter Vorschlag, weil, sind wir mal ehrlich, wir sind halt eben nicht mit absoluter Mehrheit in dieser Bundesregierung vertreten, sondern in einer Ampelkoalition. Wir haben einen Koalitionspartner, dessen Vorsitzender auch das Finanzministerium innehat und die sich eigentlich erstmal grundsätzlich jeder Form von Steuererhöhung erwehren und das auch entsprechend in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt haben. Trotzdem sind wir der Auffassung, dass es eben ganz viele Sachen gibt, die wir aufgrund des Ukraine-Krieges der Energiekrise und was wir an neuen Situationen haben, auch berücksichtigen müssen. Und unser Vorschlag an der Stelle ist, durch die enormen Kosten, die dadurch verursacht werden, auf der Einnahmeseite mit einer Vermögensabgabe zu machen. Das würde bedeuten, eine in der Vergangenheit liegender Stichtag führt dazu, dass zu diesem Stichtag einmalig die Bemessungsgrundlage festgestellt hat, wer hat eigentlich wie viel Vermögen. Wir wollen da sehr hohe Freibeträge machen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie die Hälfte der Bevölkerung besteuern wollen oder zu einer Abgabe zwingen wollen, sondern wenn wir nur 0,4 oder 0,5% der am höchsten Vermögenden in Deutschland zu dieser Vermögensabgabe heranziehen würden und dann nochmal eine Steigerung reinnehmen, also progressiver Abgabetarif, wer dann noch mehr hat, muss prozentual noch mehr bezahlen, dann können wir bis zu einem niedrigen und mittleren dreistelligen Milliardenbetrag anders kommen als Gesamtaufkommen. Und dann ist der Vorschlag, den wir als Parlamentarische Linke gemacht haben, zu sagen, weil ganz viel von diesem Vermögen in Betriebsvermögen und Unternehmensanteilen oder eben Unternehmensgruppen liegen wird, dass man über einen längeren Zeitraum zurückzahlen kann. Das könnte auch organisiert sein über stille Beteiligung des Staates. Also dem Staat gehört dann in Höhe dessen, was abgegeben muss, ohne dass er Einfluss auf die Unternehmenspolitik, einen Anteil dessen. Und dann wird das sukzessive zurückgezahlt, um da eine einmalige Abgabe zu machen. Und wir werben eben dafür, dass wir auch das als Abgabe, die keine Steuererhöhung ist und nicht dauerhaft eingeführt wird, sondern der Sondersituation, so wie wir ein Sondervermögen für die Bundeswehr, ein Sondervermögen, über den wir es F-Fonds haben,
der eben jetzt die Gaspreisbremse und den Härtefallfonds finanzieren muss, eben auch in der Einnahmeseite eine Sondersituation haben, auf die wir uns einigen. Darüber hinaus wollen wir aber ja auch hier perspektivisch arbeiten und auch an dem arbeiten, was wir als SPD vorhaben. Und dafür habe ich nochmal zwei Folien mitgebracht, wenn wir eine weitergehen können. Genau, für die nächste Legislatur, also sprich, wie stärken wir oder schärfen wir unser Profil als SPD auch für einen anstehenden nächsten Bundestagswahlkampf. Und da habe ich nochmal aufgeführt, da sind wir, finde ich, eigentlich ganz gut von dabei, weil wir eine ganz progressive Beschlussfassung haben. Die Frage ist, wie deutlich wir die dann eben auch im nächsten Wahlkampf umsetzen und wie sehr wir die dann auch hart rein Verhandlungen als prioritär betrachten für kommende Koalitionsvorlagen. Wir haben ein sehr gut ausgearbeitetes Konzept zur Vermögenssteuer, ab Vermögen von 2 Millionen Euro, dann wieder einen progressiven Steuersatz mit wirklich hohen Freibeträgen, wo es darum geht, dass wir die, die wirklich wohlhabend sind, dann eben auch heranziehen. Ich würde das jetzt bei der Kürze machen lassen. Ihr könnt die Zahlen sehen und nachlegen, aber aufgrund der Zeit bitte ich dann noch mal einmal eine Folie weiterzugehen. Das wäre dann der nächste Vorschlag. Ach, das sind zwei Folien. Genau, also Kapitalgesellschaften, Betriebsvermögen und so etwas auch mit reinnehmen. Ich glaube, das sind jetzt Details, wie wir die aufschreiben. Das haben wir seit 2019 beschlossen. Ich glaube, wir sollten uns als Partei daran erinnern, um das sehr konkret als Vermögenssteuer dann eben auch für den nächsten Wahlkampf und für die Profilierung, was will eigentlich die SPD zu nutzen. Und der zweite, wenn man sich das anguckt, wahrscheinlich, wenn man es klug ausgestaltet, noch wesentlich ertragreichere Bereich der Frage der Einnahmen, die wir als Staat generieren können, ist die Frage der Erbschaftssteuer. Und der Blick auf die Erbschaftssteuer ist der, dass wir einfach enorme Summen von Billionen haben, die in den nächsten Jahren vererbt werden. Und am Ende ist eine Erbschaft ein leistungsloses Einkommen. Das heißt, die Frage auch, welche Chancen Menschen dann haben, in ihr Leben zu starten oder in ihrem Leben, also einen Lebensstandard zu erreichen, hängt davon ab, in welche Familie sie geboren wird. Und ich glaube schon, dass man dann auch erstmal gesellschaftlich ehrlich debattieren muss, dass es ein leistungsloses Einkommen ist, dass wir darum auch sagen, es ist auch richtig, dass wir da eine richtige Besteuerung haben, weil der Staat sich auch in Frage der Gerechtigkeit einen Teil dessen als Einnahme generiert, die er braucht, um für die Allgemeinheit eben Investitionen zu machen. Und trotzdem denke ich, sollten wir als SPD, auch um es mehrheitsfähig in der Gesellschaft zu bekommen, schon sehr deutlich machen, dass wir schon sehr hohe Einnahmen generieren können, wenn wir trotzdem sehr hohe Freibeträge einführen. Denn es geht nicht darum, der Oma kleine Häuschen irgendwie streitig zu machen, dass dann die Familie vielleicht, wenn sie hohe Erbschaftssteuer zahlen müsste, was aber auch nie Plan der SPD wäre, Angst hätte, Oma hat da ein Häuschen gewohnt, jetzt stirbt sie und wir können das Haus nicht halten, weil wir eine zu hohe Steuer zahlen. Sondern, dass wir wirklich offensiv und mutig kommunizieren, dass wir einen sehr hohen Freibetrag, 2 Millionen Euro, 3 Millionen Euro oder so etwas ansetzen, wo wirklich viele Leute gar nicht dann unter die Erbschaftssteuer fallen, wo wir aber daran gehen, dass wenn wirklich richtig hohe Millionenbeträge vererbt werden, dass die dann eben auch steuerpflichtig sind. Und dazu gehört dann auch entsprechende, ich nenne das mal Steuerschlupflöcher, zu schließen. Beispielsweise nicht, dass es einen so hohen Freibetrag gibt, dass jedes Jahr schon mal in den Jahren, wenn die Eltern älter werden, an die Kinder hohe Beträge einfach verschenkt werden und jedes Jahr wieder wiederholt verschenkt wird, um einfach schon mal für einen späteren Zeitpunkt die Erbschaftssteuer dann zu umgehen. Gibt es jetzt noch eine weitere Folie, glaube ich, weil das auf zwei, ja, genau. Dann will ich an der Stelle schließen, damit wir zumindest noch 25 Minuten zur Diskussion haben und bin gespannt auf eure Fragen, gebe aber erstmal an die Moderation nach Berlin zurück. Danke dir, Wiebke. Ja, wir haben tatsächlich auch schon drei Fragen über Slido reinbekommen. Die erste Frage ist, man hört immer wieder, wir dürfen der nächsten Generation keine Schulden hinterlassen, deswegen ist die schwarze Null wichtig. Was sagt ihr dazu? Genau, also das ist das Argument vor allen Dingen der Konservativen, mit dem sie praktisch immer versuchen zu emotionalisieren, diese doch sehr buchhalterische Debatte. Ich würde sagen, was viel schlimmer ist für
unsere, also ich bin ja Teil noch der jüngeren Generation, wir hier alle, ist, wenn wir praktisch eine Infrastruktur hinterlassen, die kaputt gespart wird. Hätten wir, hätte der Staat eine Buchhaltung wie ein Unternehmen, hätten wir jetzt über Jahrzehnte immer enorme Abschreibungen auf unsere Infrastruktur hinnehmen müssen. Die ganzen gesperrten Brücken sind Ausdruck dessen, aber genauso ist Ausdruck dessen, dass wir aktuell noch nicht ausreichend, wir versuchen es jetzt ja in dieser Bundesregierung ein bisschen anders zu machen, aber ausreichend in die Transformation unseres Wirtschaftssystems investieren. Also das Schlimmste, was man eigentlich unserer Generation hinterlassen kann, sind nicht Schulden, sondern sind ein nicht mehr zukunftsfähiges Land. Einerseits, was die Infrastruktur anbelangt, marode Schulen, kaputte Straßen, viel zu wenig Bahnanbindungen in den Dörfern und Städten und auf der anderen Seite eine Wirtschaft, in der viel zu wenig investiert wird, deswegen kein Fortschritt irgendwie ausreichend stattfindet, um mit der Klimatransformation als Herausforderung umzugehen. Das ist, glaube ich, das, was tatsächlich unsere Generation am meisten belastet und nicht irgendwelche, irgendwelche Staatsschuldenstände, die man immer, wie Patrick das richtig erklärt hat, eigentlich gesamtgesellschaftlich betrachten muss und eben nicht nur auf diese eine Entität Staat bezogen. So. Wenn ich das vielleicht ergänzen könnte, aus einer sozialdemokratischen Perspektive ist Verteilungsgerechtigkeit, Generationengerechtigkeit eben auch immer noch mal eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Das heißt, es geht genau, wie Philipp das gesagt hat, darum, dass wir überall schnelles Internet haben, dass wir gut funktionierende Straßen haben, ÖPNV und so weiter, als Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig sind. Aber es geht halt auch darum, dass wir doch eine Gesellschaft gestalten wollen, die eben verteilungsgerecht ist, das heißt den jungen Generationen die gleichen Startchancen gibt. Also Gerechtigkeit, dass wir eben nicht das, was wir eben gerade hatten, leistungsloses Einkommen haben, sondern dass wir eine Chancengleichheit und eine Chancengerechtigkeit haben, mit der junge Menschen dann, weil der Staat gut investiert hat, in einem guten Wirtschaftsstandort alle nach ihren Potenzialen, sag ich mal, durchstarten können. Das heißt, es ist eine Frage davon, wie der Wirtschaftsstandort ist, aber auch, wie die Chancengerechtigkeit in der jungen Generation ist. Und die können nur dann gut sein, wenn wir beispielsweise ein starkes Bildungssystem haben. Weil wir wissen, dass es nicht vom Elternhaus, sondern vom Bildungssystem abhängt, wie die Chancengerechtigkeit in diesem Land verteilt ist. Genau. Und die nächste Frage, und da glaube ich, steht Patrick schon in den Startlöchern, ist, welche Rolle spielt die MMT, in Klammern Modern Monetary Theory, bei der Beantwortung der Themenfrage? Aus meiner Sicht kann ich da nur sagen, dass, also was ich an der MMT mag, ist, dass die eben teilweise schon recht aktivistisch, sage ich mal, da unterwegs sind und eben auch so Argumente wie jetzt das mit der Generationengerechtigkeit so ganz gut basten können. Ja, weil, also das, was Philipp auch am Anfang gesagt hat, es ist immer eine Frage der Perspektive, der Bilanz. Schulden auf der einen Seite sind natürlich immer Vermögen auf der anderen. Das heißt, man kann das Wort Schulden auch durch Vermögen ersetzen. Wer würde sagen, wir wollen im Sinne der Generationengerechtigkeit kein höheres Vermögen für die zukünftigen Generationen hinterlassen? Das ist absoluter Schwachsinn. Die Frage ist dann natürlich, wofür diese Schulden dann ausgegeben werden. Von daher, also dieses provokative, aktivistische Element in der MMT finde ich gut. Ansonsten, was die MMT selbst angeht, ich hoffe, ich trete da jetzt keinen MMTlern hier im Teilnehmerkreis zu nahe, aber natürlich spielt auch das Argument, dass Wirtschaft eben über Buchhaltung hinausgeht, auch eine ganz wesentliche Rolle. Ja. Also ich habe das mal mit dem ehemaligen Chefökonom der Bank of England, Andy Haldane, auch ein super cooler Typ, Minskianer, also ganz stark an Finanzmarktstabilität, an einem der Realwirtschaft dienenden Finanzsektor interessiert und auch von seiner Perspektive her schon, man würde denken, ja, MMT-mäßig unterwegs. Und er meinte dann, für ihn ist es weder modern, weil es geht jetzt schon auf knapp zurück, also mehr als 100 Jahre. Es ist keine Frage von monetären Angelegenheiten, sondern meistens fiskalisch. Und der dritte Punkt, das ist zugleich eine Stärke und ein Schwachpunkt, dass es auch eher eine Beschreibung des Geldsystems ist und weniger eine Theorie. Also eine Theorie sollte erklären und nicht wirklich nur beschreiben. Und natürlich muss die Theorie mit der Beschreibung übereinstimmen. Aber letztendlich, um gute Wirtschaftspolitik zu machen,
muss man darüber hinaus. Aber ich meine, für diesen, für diese, für die Öffentlichkeitsarbeit, finde ich, machen die schon einen sehr, sehr guten Job, weil auch so diese Idee, dass Staatsschulden zurückgezahlt werden und so, das gibt es nicht. Also Staatsschulden werden niemals zurückgezahlt, es sei denn, es gibt so radikale Schuldenschnitte, aber ansonsten, was technisch passiert, ist eben ein sogenannter Rollover, dass eine mit der Herausgabe einer neuen Anleihe wird eine alte Anleihe abbezahlt und das war's. Und eigentlich hätte man auch Niedrigzinszeiten nutzen müssen, um beispielsweise Anleihen rauszugeben, die kein Fälligkeitsdatum haben. Und da hätte man auch Anleihen mit 0,5% rausgeben können und die würden niemals fällig werden. Und da müssen wir auch drauf achten, dass die Finanzagentur des Bundes auch in Zukunft, wenn wir dann wieder in eine Niedrigzinsphase kommen sollten, was sich ja je nach Inflationsentwicklung auch abzeichnen kann, wenn die Wirtschaft jetzt abschmiert, müssen wir dann halt gucken, dass wir diese Instrumente stärker ausnutzen und ja, da die Lock-in-Effekte mitnehmen. Noch eine Frage? Dann haben wir eine weitere Frage von Max. Ich weiß jetzt nicht, ob ich quotiere, weil die meisten Fragen sind anonym, aber ich hoffe mal. Ist es denkbar, die Klimakrise als Begründung für eine längere Aussetzung der Schuldenbremse zu nutzen, da eine vollständige Abschaffung unrealistisch ist? Also ich bin mir sicher, auf diese realpolitische Perspektive kann Wiebke gleich noch als Bundestagsabgeordnete noch sehr gut eingehen. Ich würde grundsätzlich sagen, was der SPD immer gut tut, ist, wenn sie nicht den Kompromiss schon im Vorhinein mitdenkt, sondern überzeugt zu dem steht, was sie als richtig erachtet. Gab Zeiten, wo wir das etwas vernachlässigt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob es uns gut getan hat. Und dementsprechend, finde ich, sollten wir uns auch wagen zu fordern, dass diese komplett sinnlose Schuldenbremse wegkommt. Aber natürlich ist eine Aussetzung ein Erfolg. Aber was sagst du dazu, Wiebke? Man muss einfach ehrlich sagen, dass die Interpretation, was geht und was nicht geht, auch unter Verfassungsrechtlern einfach eine riesige Spannweite birken. Christian Lindner hat sich in den letzten Wochen und stellt sich weiterhin auf den Standpunkt, und er findet auch Juristen, die das unterstützen, argumentativ, dass in der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, eine Aussetzung der Schuldenbremse im Jahr 2023 nicht verfassungskonform wäre. Und da haben wir eine Klimakrise, aber wir haben obendrauf eben auch noch die harte Umstellung, dass wir eben die Gasmangellage haben, und die wird im nächsten Winter noch viel drastischer ausfallen als in diesem, weil wir jetzt die Speicher zu 99% gefüllt haben mit Gas, das über den Sommer noch aus Russland gekommen ist. Das wird nach allem, was wir geopolitisch aktuell wahrnehmen, und ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, auch wenn wir hoffentlich bald einen Frieden oder einen Waffenstillstand haben, das wird im nächsten Sommer nicht passieren. Das heißt, was wir im nächsten Jahr vor uns haben, ist noch viel mehr Ausnahmesituationen. Aber der Finanzminister, der aktuell sagt, es wäre verfassungsrechtlich nicht geboten. Wir finden aber auch ausreichend Verfassungsrechtler, die uns sagen, dass es ganz viele Gründe gibt, die ausreichen. Und ich will daran erinnern, dass wir das Bundesverfassungsgericht ja in seiner Rechtsprechung durchaus beim Votum mehr für den Klimaschutz zu tun und da verbindlicher zu werden auf unserer Seite gehabt haben. Darum ist das, ja, ist das schwer zu beantworten mit geht es ja oder nein, fragt zwei Juristen, kriegst du drei Meinungen, wie man so schön sagt. Ich will aber noch mal auf eine Sache hinweisen, das ist eben die Regelung mit den Sondervermögen. Philipp hatte das eben, glaube ich, kurz schon mal auch angesprochen. Wir haben ja auch ein Sondervermögen über den KTF, den Klima- und Transformationsfonds. Wir haben jetzt weitere geschaffen über das der Bundeswehr und so weiter. Das ist als Mitglied des Haushaltsausschusses und Haushalts- und Finanzpolitikerin ein zweischneidiges Schwert. Weil auf der einen Seite kann man auch wirklich gut begründet darüber die Investitionen tätigen, ob das dann die für Klimaschutz sind oder die zur Ausstattung der Bundeswehr oder eben auch die Frage von Gasmangellage, Gaspreisbremse, Härtefallfonds, dass ich sagen will, wir finden da schon unsere Wege. Und das ist ein bisschen, das ist nicht nur ein bisschen, das ist geschummelt an der Frage der Verschuldung des Staates vorbei, aber es ist haushalterisch auch total klug gelöst in meinen Augen, weil es dann die Möglichkeit gibt, solange wir die Schuldenbremse haben, und wir brauchen nun mal auch eine Zweidrittelmehrheit zur Abschaffung der Schuldenbremse, eben einen Weg zu finden, dass die Investitionen, die man jetzt für notwendig hält, dann eben auch zu tätigen. Und darum ist das vielleicht kein besonders transparent im Sinne von Verringerung von Komplexität Weg,
aber es ist schon ein nachvollziehbarer Weg, wenn man sich mit Haushaltspolitik beschäftigt und man hat die Überjährigkeit noch drin und man hat eben genau das, was Philipp eben schon gesagt hat, nicht den festen Tilgungsplan, der das Ganze irgendwie schwierig macht. Und von daher, ja, ich bin absolut der Meinung, dass wir die Schuldenbremse in der Form, wie haben wir es so schön in dem Antrag 2019 formuliert, überwinden müssen, dass sie reformiert gehört und langfristig auch abgeschafft wird. Die Nachteile teile ich alles komplett. Aber wir dürfen auch ehrlich sein, wenn wir jetzt in diesen Situationen Wege finden wollen, dann finden wir die auch. Und das wäre meines Erachtens oder ist auch beim Thema Klimaschutz so. Ja, ich würde jetzt auf zwei Fragen kurz zur Erbschaftssteuer eingehen. Kann es aber, wie gesagt, auch kurz machen. Also wir wurden einmal gefragt, ob es nicht klüger ist, von der reichen Erbschaftssteuer zu sprechen und nicht von der Erbschaftssteuer, um klarzumachen, dass nicht normale Bürger betroffen sind. Das ist natürlich eine Frage des politischen Framings. Ich glaube, es ist halt auch immer, es geht darum, das gut zu erklären, was man tatsächlich will. Und wir sind wahrscheinlich auch alle die Debatte ein bisschen leid, die natürlich immer sofort kommt, wenn man die Erbschaftssteuer fordert, dass dann gesagt wird, ja, jetzt geht es natürlich um das Häuschen von Oma. Wir wissen alle, dass das gut funktioniert, aus der anderen Sache das genauso zu framen. Deswegen ist es, glaube ich, unsere Aufgabe, das auch zu erklären und zu sagen, so, es betrifft die meisten Menschen nicht in der, in der Form so stark. Und es geht da wirklich um sehr, sehr vermögende Menschen. Und das, dazu gehören nun mal nicht alle. Ich glaube, das ist immer wichtig, da nochmal klarzumachen, ob man das jetzt mit dem Wort, ich glaube, da kann man nochmal allgemein über das politische Framing reden, aber ja, am Ende steht es einfach dahinter, das auch gut zu erklären. Dann gab es noch eine Frage, ob es bereits eine gute und breite Kampagne für eine Erbschaftssteuer gibt. Meines Wissens ist es noch nicht, aber wir als Jusos sind natürlich, also wir als Jusos fordern die Erbschaftssteuer und haben jetzt auch beim letzten Bundeskongress das in Form von Anträgen einmal gehabt, mehrfach, da wurde das immer mit dem Thema Grunderbe auch noch verbunden, könnt ihr euch auch gerne zu informieren, würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sehr sprengen. Und genau, aber wie Jusos, da ist das gerade ein Thema, was massiv diskutiert wird und wo man das Gefühl hat, die Leute wollen auch daraus eine Kampagne machen, deswegen fände ich das richtig gut und wir können uns das auf jeden Fall mitnehmen, dass man da nochmal eine Kampagne zu machen soll. Aber genau. Ja, dann vielleicht, ich glaube, bei Slido sind wir erstmal soweit durch. Deshalb, wenn die Zeit noch da ist, gäbe es jetzt vielleicht die Möglichkeit wenn sich auch jemand zu Wort melden möchte. Das wäre jetzt auch möglich. Falls sich jemand zu Wort melden möchte. Chat schreiben oder das fängt so. Ich euch für Sie sehen. Also nur noch mal die Wiederholung. Ansonsten habt ihr bestimmt ja noch untereinander Fragen zu Wiebke oder Patrick und Co. Aber wer seine Frage gerne selber live stellen möchte, kann die Hand heben oder im Chat einfach kurz schreiben. Dann kann ich euch dafür freischalten. Gibt es Meldungen? Also ich sehe gerade keine. Frage nochmal an die technische Moderation. Ich sehe auch keine. Es sind keine weiteren Meldungen jetzt eingegangen. Also vielleicht habt ihr denn füreinander noch. Ach, jetzt kommt eine. Nee? Kai Bormann war gerade. Aber hat wieder zurückgezogen. Ja, meldet Kai sich. Kai meldet sich. Sehr gut. Dann einen Moment. Kai, du bist jetzt auf dem Podium. Ich würde dich entstummen und du kannst selber auch deine Kamera öffnen. Man kann dich jetzt schon hören. Okay, ihr hört mich? Ja. Und zwar, es taucht ja immer wieder die Frage auf, wie hoch schätzt ihr, sollte das sogenannte Grundvermögen sein, bevor sozusagen Leute, die für die Altersvorsorge, ich sag mal, auch in Immobilien investieren, zu dieser Vermögensteuer rangezogen werden? Weil durch diese explodierenden Preise, auch für eine Einzimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung, wo vielleicht nur 300 Euro Rente bei rauskommen, kommen die Leute ja sehr schnell nachher in irgendwelche Höhen, wo sie dann im Zweifelsfalle dann auch noch ihre Rente versteuern müssen.
Wiebke, willst du oder? Also die aktuelle Beschlusslage sieht 2 Millionen Euro vor und dann ab einem, einem Vermögen von 2 Millionen einen Steuersatz von 1% und den dann linear progressiv bis einem Nettovermögen von 20 Millionen auf 1,5% ansteigen zu lassen. Und das ist, danke für deine Frage, Kai, finde ich eine total berechtigte Frage, weil wir bei dem ganzen Thema Immobilien, glaube ich, erstmal, wenn wir Bundesgesetzgebung machen, sehr klug beraten sind, gut im Blick zu behalten, wie unterschiedlich die Situationen in Stadt und Land sind. Das ist bei den Energiekosten jetzt so, dass Menschen im ländlichen Raum in viel größeren, aber weniger werthaltigen Immobilien leben und wir das berücksichtigen müssen. Und auf der anderen Seite aber gerade, sage ich mal, die Eigentumswohnung in Frankfurt Mitte oder in München ja ganz schnell auf solche Beträge kommt. Die Beschlusslage von 19 ist halt die bei 2 Millionen. Ich glaube, wenn man auf 2,5 oder 3 geht, dann kann man trotzdem irgendwie auch immer, hat man immer noch einen hohen Ertrag. Und ich sage aber auch gleichzeitig, wer eine Immobilie hat, die eine Werthaltigkeit von der Höhe hat, da ist auch davon auszugehen, dass dann in einem geringen Prozentsatz, und wir reden jetzt hier ja gerade erstmal von 1%, dann auch die Möglichkeit für diese Personen besteht, eben Steuern zu bezahlen. Was bei all den Fragen, ob das die Vermögensabgabe, eine Erbschaftssteuer oder auch eine Vermögenssteuer ist, wichtig ist, dass wenn wir in bestimmte Bereiche gehen, dass es die Möglichkeiten gibt, dass die Steuern zum Beispiel über stille Beteiligung bei Unternehmen oder andere Formen auch eben entsprechend gestaffelt gezahlt werden müssen und dass ich, genau, also dass es halt eben da zeitliche Flexibilität gibt, um das immer wieder postulierte, ich glaube in der Realität gar nicht so oft vorkommende, drohende, ich muss jetzt etwas verkaufen, weil ich eine Steuer auf dieses Vermögen zahlen muss, um dem zu begegnen. Jetzt sehe ich noch zwei Meldungen von Robin und Bernd. Perfekt. Robin als erstes, wie es aussieht. Ja, danke für die Möglichkeit. Vielleicht, ihr habt gerade die MMT angesprochen, vielleicht kurz die eine Rückfrage. Also wie kann das denn sein, dass das von Konservativen eigentlich immer ja, falsche Annahmen getroffen werden? Also beispielsweise von Wolfgang Schäuble, dieses Zitat, dass Banken eigentlich nur Finanzintermediäre sind. Ich meine, das ist ja falsch faktisch. Ich meine, wie kann das sein, dass das von Konservativen immer wieder so falsche Fakten genannt werden? Also wie ist das möglich? Ja, also ich meine, für mich ist es halt auch eine gute Frage. Ich verstehe das auch nicht, zumal das ja, wie ich auch in meiner Präsi gesagt habe, was die Salden angeht, es ist ja jetzt nichts, worüber man sich groß irgendwie theoretisch streiten müsste, sondern das ist einfache Buchhaltung und diese Buchhaltung passt nicht. Und wo diese Buchhaltung nicht passt, da finde ich es eben super, wie die MMT auch in der Öffentlichkeit eben immer wieder darauf hinweist, dass es einfach schlichtweg falsch ist. Auch Bundesbank und Bank of England und so, ne, stehen da ja mittlerweile mit derselben Meinung da. Ja, also ich kann dir leider keine Antwort geben. Das ist teilweise auch in den neuen Lehrbüchern stehen teilweise auch widersprüchliche Sachen. Dann findet man Loanable Funds und dann wieder was nicht mit Loanable Funds irgendwie vereinbar ist. Also ich kann es mir nicht anders erklären, als vielleicht einfach nur, dass man jetzt nicht komplett das ganze intellektuelle Kapital, was da reingesteckt wurde, ich meine, wir haben ja Jahrzehnte Forschung auf Basis dieser Theorie gemacht, dass man das dann nicht eben das Klo runterspülen müsste, was ja eigentlich der Fall ist, aber damit würden ja viele Wissenschaftler dann auch sagen, ja, das, was ich jetzt so jahrzehntelang gemacht habe, das war auf einer falschen Annahme. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, und ich glaube, wenn ich das ergänzen kann, also ich glaube, dass das wirklich einer der Punkte ist, die Beharrungskräfte, weil Fehler eingestehen und lange Geglaubtes und Vertretenes zu revidieren immer für Menschen schwierig ist. Und das andere, vielleicht eine etwas platte Antwort, aber weil es ihnen nützt. Also Robin, das Beispiel, was du jetzt gemacht hast mit Schäuble, oder ich würde es jetzt mal verallgemeinern, im Bereich der Konservativen oder auch der Liberalen. Und wenn ich mir angucke, was wirklich sehr bewusst und strategisch mit Marketingkampagnen die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft macht, dann
kann man zu der Annahme kommen, dass da eine Strategie hintersteckt, die da bedeutet, mir würde eine höhere Erbschaftssteuer schaden, weil ich dann wirklich was bezahlen müsste oder eine Vermögensabgabe oder eine Vermögenssteuer. Darum arbeite ich so stark gegen das Konzept, dass sie gesellschaftlich nicht mehrheitlich wird. Und wenn ich dafür mal mindestens billigend in den Kauf nehme, dass Menschen sich durch Erbschaftssteuer bedroht fühlen und Angst haben um das jetzt inzwischen auch hier schon mehrfach zitierte Häuschen von Oma, wenn ich das in Kauf nehmen muss, dass die Irritation ausgelöst werden muss, dann nehme ich das in Kauf, befeuere das vielleicht sogar, weil es mir politisch nutzt. Also die Machtungleichheit oder die Macht und Power von besonders Wohlhabenden über Lobbying, aber eben auch durch öffentliche Wahrnehmung in Medien und so weiter, Stimmung zu machen, die sollten wir meines Erachtens nie unterschätzen. Das ist für mich jetzt nicht verschwörungstheoretisch, dass da irgendwas so, sondern welche Positionen eigentlich vertritt und welche Kampagnen macht die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, wer steht dahinter, dann haben wir schon ein Beispiel dafür gefunden, dass irregeführt wird bei solchen ökonomischen Verteilungsfragen und ökonomischen Annahmen. Dann haben wir noch eine Frage von Bernd und ich glaube, die kriegen wir auch noch hin. Bernd, ja, du bist jetzt auf dem Podium und kannst deine Frage stellen. Entmuten. Du warst eben schon einmal entmutet, jetzt bist du wieder entmutet. Das eine ist die Frage der Börsenumsatzsteuer, beziehungsweise Transaktionssteuer. Und das andere ist die Frage der Mindestbesteuerung, das Recht von digitalen Großkonzernen. Wie ist da die Position? Wiebke, es betrifft ja... Ja, die Finanztransaktionssteuer, da haben wir auch eine klare Beschlusslage meines Erachtens, genau, dass wir die wollen. Bei der Finanztransaktionssteuer ist aber die Effektivität wirklich dann gegeben, wenn wir sie mindestens europäisch einführen. Dafür setzen wir uns ein. Und dann gehört auch nochmal dazu, dass man sich eine Klarheit über die Finanztransaktionssteuer und dessen Ziel halt macht. Also wenn man sie so ansetzen, dass wir darüber Einnahmen generieren, um die für Investitionen, Umverteilung und sowas was zu haben, oder wollen wir sie so hoch ansetzen, um Spekulationen zu unterbinden, dass also weniger Finanztransaktionen stattfinden. Und das finde ich nochmal ganz wichtig. Für beide Ziele und beide Bestrebungen spricht etwas, aber ja, für beide spricht etwas, aber man kommt in einen kleinen Zielkonflikt und muss klar haben, wofür man dann ist. Was war die zweite Steuer? Sag nochmal, Philipp. Mindestbesteuerung von digitalen Unternehmen. Genau, Mindestbesteuerung von digitalen Unternehmen. Ja. Ja, generell sind wir ja für eine Mindestbesteuerung, aber auch die werden wir global durchsetzen müssen. Das ist das Ansinnen, was Olaf noch als Finanzminister auf den Weg gebracht hat, wo wir jetzt bei sind, wo wir die großen Wirtschaftsnationen zusammenbringen müssen. Denn der internationale Wettbewerb ist da einfach nicht auszublenden. Ich sehe jetzt keine neuen Meldungen mehr. Ich glaube, Robin und Kai melden sich einfach noch. Und wir sind ja jetzt auch am Ende der Panelzeit. Es war knapp bemessen, aber ich glaube, also für die knappe Zeit hatten wir eine schöne Diskussion jetzt zum Ende noch. Ich möchte mich bei euch allen, die daran teilgenommen haben, im Namen von uns allen ganz herzlich bedanken für den Austausch und wünsche, glaube ich, auch im Namen von uns allen noch ganz viel Spaß bei den weiteren Veranstaltungselementen des Debatten. Wie heißt es jetzt? Heißt nicht mehr Camp, Konvent. Das Konvent. Ja. Ich habe gehört, gleich redet ja auch noch ein Kanzler. Also viel Spaß daran teilzunehmen. Und wir gucken, glaube ich, alle, dass wir die Impulse von der Diskussion heute, dem Austausch mit euch, auch mittragen und gucken, in die Programmatik der SPD, in den Leitantrag oder in künftige Debatten einfließen zu lassen. Und ja, bedanken uns nochmal ganz herzlich und wünschen viel Spaß. Gut. Tschüss. Ciao.